Boah, das Auto ist einfach geil. Das macht so Spaß. Das ganze DLC versüßt einem echt nochmal die Weihnachtszeit. Das kann man echt so sagen. Also ich glaube, jeder, der sich das DLC auch jetzt gegönnt hat, kann das nur bestätigen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 Storm Island. Ja, und stürmisch sieht hier gerade nicht aus, muss ich sagen. Nö. Schönes Wetter mit unserem Sportquadro, den sich ja hier ein Zuschauer gewünscht hat, nämlich der Blue hat sich ihn gewünscht. Und ja, blauen Himmel haben wir auf jeden Fall. Also so viel hat er uns schon mal beschert. Und ich auch gleich nochmal zum Anfang erwähnt, Autowünsche bitte nicht in die Kommentare schreiben. Dafür haben wir ein extra Formular. Einfach dieses Ausfüllen ist alles in der Beschreibung verlinkt. Das sind ein paar Klicks, ein paar wenige Sachen, die ihr eintragen müsst. Abschicken und schon ist die Sache für mich viel, viel einfacher. Und vor allem kann ich eurem Wunsch viel, viel besser nachgehen. So, ja, was machen wir diese Folge? Zwei Rennen sind wir mit dem schon hier gefahren, mit dem Short Quadro. Einmal zweiter Platz und einmal erster Platz. Macht auf jeden Fall Laune. Hier alles nachgebaut nach der Gruppe B von der Leistung und allem her. Und ihr seht es auch schon, ganz oben steht drauf W-Röhrl, Walter Röhrl, ja, die wahre Motorsport-Legende, wahre Rallye-Legende. Und ja, mit diesem Fahrzeug haben wir hier unseren Spaß auf jeden Fall. Also macht mega Laune, das Fahrzeug. Und ja, wie sieht der Tagesplan aus heute für diese Folge? Ich würde erstmal sagen, ja, gratulieren wir uns selbst, gratulieren wir euch, Zuschauer, muss ich sagen, gratuliere ich mir auch selber ein bisschen. Ja, 50. Folge Forza Horizon, mega geil. Also ein halbes 100 haben wir geschafft. Auf zum nächsten, auf zur vollen 100, würde ich sagen. Also echt mega geil. 50 Folgen und da waren richtig geile Folgen mit dabei. Ja, unter anderem auch eben mal mit zwei Gästen, einmal mit Guckmaster, einmal mit Bitwalker. Das war auch richtig, richtig geil. Und dann mit euch vor allem. Ihr habt so viele geile Kommentare immer geschrieben, so viele geile Infos, Vorschläge und so weiter gebracht. Und ja, das ist einfach geil, dass ihr da so fleißig in den Kommentaren mit dabei seid, eure Meinung mit dazu schreibt, Ideen einbringt und so weiter. Und vor allem natürlich auch die Autowünsche über dieses Twi-Formular äußert. Da haben wir echt schon so viele geile Sachen erlebt in diesen 50 Folgen. Und wie gesagt, ich kann einfach nur sagen, vielen Dank an euch. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Und vor allem, ja, auf weitere 50 Folgen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, hier auf Storm Island, jetzt fängt es doch mal ein bisschen an zu regnen. Ja, macht einfach mega Laune. Immer noch das DLC. Wir sind jetzt hier am Sonntag unterwegs. Am Dienstag ist es hier rausgekommen, beziehungsweise am Mittwoch ist dann hier die erste Folge erschienen auf dem Kanal. Und ja, macht immer noch Laune. Und wie gesagt, es gibt ja jetzt hier extra diese, für die Leute, die es immer noch nicht mitgekriegt haben, eine Storm Island Woche hier auf dem Kanal. Das heißt hier die erste Woche jeden Tag eine Folge. Und nach der Woche dann geht es dann einfach ganz normal im Uploadplan weiter. Aber jetzt erstmal hier, wie gesagt, jeden Tag eine Folge. So, was gibt's noch zu erwähnen? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal noch einen schönen vierten Advent. Den haben wir heute auch noch. Also ganz schön viele Sachen, was ich hier erwähnen kann. Also 50. Folge, vierter Advent. Ja, wunderbar. So, und jetzt würde ich sagen, sehe ich da vorne eine Fahrspaßliste und die machen wir doch mal. Gucken wir mal, was wir da machen sollen und vor allem mit was für einem tollen Fahrzeug wir fahren dürfen. Das sieht ja schon mal interessant da vorne aus. Und nee, ich ahne Böses. Das ist das scheiß Speed-Energy-Ding, was wir schon mal gefahren sind. Egal, wir machen es trotzdem. Ob wir da aber Spaß mit haben, das wage ich jetzt hier ein bisschen zu bezweifeln. Weil der tatsächlich Heckantrieb und Power ohne Ende. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Was müssen wir denn machen? Ach, großartige Sprung. Wir müssen Sprünge machen. Okay. Gehen wir mal in die Außensicht. Wir müssen da hinten zum Zielort fahren. So, ui, einen Sprung haben wir und noch einen Sprung und noch einen Sprung und ja, jetzt geht es hier erstmal so lang. Da ist aber noch eine Rampe und noch einen Sprung. Wow, und dann, ja, jetzt habe ich den Weg verpasst. Ich weiß nicht, ob wir es auch ins Ziel schaffen müssen. Bis dahin. Möglich wäre es so, aber wir brauchen jetzt noch zwei Sprünge. Boah, komm jetzt.
Das Auto ist echt hammer schwierig zu kontrollieren. Also noch schwieriger finde ich wie der Scirocco, den wir ja vor ein paar Folgen hatten. Da haben wir ja so einen mega Scirocco aufgebaut. Mega viel Leistung, aber der hat irgendwie... Na, jetzt bleibe ich hier hängen. Ja, die Fahrspaßlisten klappen bei mir nie auf Anhieb hier auf dieser Insel. Das ist ein bisschen verflucht, muss ich sagen. Ja. So, da sind wir am Ziel. Aber das war scheiße. Sie brauchen zwei mehr. Ja, mag ich doch. Mensch. Ja, zum Scirocco, der haben wir aufgebaut. Haben wir so ein mega Rallye-Fahrzeug aufbauen wollen. Aber irgendwie war es irgendwie unfahrbar. Oder ich konnte es einfach nicht kontrollieren, weil es einfach so viel Leistung hatte. Ich weiß es nicht. Vielleicht wage ich mich da auch nochmal im Stillen an das Auto. Weil geil aussehen tut's ja. So. So, jetzt probieren wir es nochmal. Wir haben eigentlich gut angefangen, muss ich sagen. Also, ein Sprung, zack, erledigt. Zweiter Sprung, zack, erledigt. Und nochmal ein Sprung, zack, erledigt. So, nächster Sprung, zack, erledigt. Jetzt fahren wir, sollen wir Offroad auch noch Sprünge machen? Weiß ich nicht, ist ja egal. Und zack. Ja, haben wir auch geschafft, auch wenn es gegen die Hauswand ging. So, wir haben ja auch Zeitbegrenzung. Das heißt, wir müssen im Ziel sein und wir müssen die Sprünge schaffen. Aber wir brauchen noch drei Sprünge. So, einen Sprung haben wir nochmal. Nochmal einen Sprung. Hier nochmal. Ja, super. Ein Baum. Aber ich mag das Fahrzeug auch nicht. Das ist echt beschissen, muss ich sagen. Mir macht das gar keinen Spaß. Dieser Heckantrieb und, ach, keine Ahnung, da... Es ist einfach so total beschissen zu fahren. So, jetzt haben wir noch einen Sprung. Einen Sprung brauchen wir noch und wir müssen noch ins Ziel kommen. Innerhalb von ja, so 7 Sekunden, 6 Sekunden. Nee, nee. Das ist eigentlich nicht mehr möglich. So, ja, sie brauchen eine Fähigkeit mehr. Erneut versuchen. Aber wir lassen uns nicht rausbringen. Es macht hier eigentlich Spaß, aber mit dem Fahrzeug irgendwie auch nicht. So, ja, da haben sie extra schön Rampen und alles aufgebaut. Und dann auf einmal nicht. Ich muss mal gucken, ob ich den Einsprung ein bisschen kürzer mache und dann auf dem Weg bleibe. Vielleicht ist das besser. Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. So, wir brauchen aber großartige Sprünge. Die einfachen Sprünge sind nicht erlaubt. Zack. So. So, und jetzt machen wir hier mal einen kürzeren Sprung. Bremsen mal ein bisschen ab. Kriegen wir auch noch einen Sprung hin. So, aber hier gibt es ja eigentlich keine Sprünge mehr. Auf dem Weg. Oder sehe ich da was falsch? Nö, da gibt es keine Sprünge mehr. Also wir müssen hier tatsächlich nach der einen Schanze müssen wir uns andere... Sprünge suchen. Am besten nicht die Bäume mitnehmen. Ja, also können wir tatsächlich nochmal neu starten. Also es will hier nicht so klappen. Ich muss auch sagen, die Fahrspaßlisten hier, wie gesagt, ja, sie sind mir nicht gewogen. Sie sind mir absolut nicht gewogen. Aber das Fahrzeug, also bis jetzt mein absolutes Hassfahrzeug hier. Ich mag den überhaupt nicht. Dieses Stadium Kack. Fucking Car hier, Heckantrieb und keine Ahnung. Ihr seht auch, vorne sind die Reifen oder stehen die Räder viel breiter. Und hinten sind sie viel enger zusammen. Das heißt, es ist so ein... ist einfach, ja, weiß nicht. Gefällt mir gar nicht irgendwie, das Fahrzeug. Ist nicht so meine Welt. Aber gut. Andere haben damit wahrscheinlich mega Spaß, weil da halt eben Heckantrieb und so weiter ist. Aber ich finde halt, ja... Irgendwie auch nicht, ne? Irgendwie auch nicht. So, dann gucken wir mal, wenn wir hier nochmal bringen können. Ja, gut. Da crashen wir erstmal gegen... Baum. Mein Controller kriegt die Krise hier. Der hört gar nicht mehr auf zu vibrieren, obwohl ich gar kein Gas mehr gebe. Und nächster Baum. Ah, die Bäume. Verschwinde doch mal. Scheiß Bäume hier. Ich mag euch nicht.
Was ist das für eine scheiß Veranstaltung? Ganz ehrlich, wo sollen da die nächsten Sprünge sein? Ich finde die nicht. Ich finde da keine weiteren Sprünge. Da sind 4 Sprünge und dann war es das. Und das soll mittelschwer sein. Wie schwer soll denn schwer hier sein auf der verknackten Insel? So langsam macht sich Frust breit, muss ich sagen. Ich nehme jetzt mal einen ganz anderen Weg. Da drüben sieht es mir nämlich auch sehr geil aus hier. Aber ich glaube mal nicht, dass es jetzt besser wird. Immerhin haben wir schon 4 Sprünge. Obwohl wir eigentlich keinen einzigen so wirklich gesehen haben. So, 6 Sprünge haben wir schon mal. Vorne sieht doch auch ganz gut aus. So, ja, überschlag dich noch. Ja, ein Drehzahlbegrenzer ist auch die ganze Zeit an, ich weiß. Ja, ist hier gut. Dummes Fahrzeug, komm jetzt. Irgendwo müssen wir jetzt noch eine Kuppe hinkriegen. Oh, jetzt rutscht der wieder. Was für ein Scheißfahrzeug. Jetzt kriegen wir wieder keinen Sprung mehr hin. Weil nirgends mehr eine Kuppe ist oder sowas. So, jetzt haben wir 8 geschafft. Jetzt müssen wir da noch reinfahren. Komm. Oh, endlich geschafft. So, da, weg mit. Schlechte Scheißveranstaltung. So, jetzt. Pff, weg mit dir. Weg. Will die nicht mehr sehen. Blödsinn. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall unser nächstes Rennen mit dem Sport Quattro. Da kriegen wir wieder gute Laune. Und das Rennen ist sogar direkt hier. Da schaue ich nicht rein und nehme es auch gleich mal mit. Jo, anmelden. Genau den nehmen wir hier. Mal gucken wir mal, was uns hier erwartet bei dieser Veranstaltung. Dum, 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 dum. Wieder sehr schönes Wetter. Also mit dem Audi mussten wir jetzt noch kein einziges Mal im Regen ein Rennen bestreiten. Immer perfekte Bedingungen. Also diese Riesenscheinwerfer haben wir eigentlich umsonst dran geklatscht, aber naja, es sieht trotzdem brachialer aus, von dem her passt schon. Und los. So, also wir fahren hier wieder ein Etappenrennen, kein Rundkursrennen und wir fahren hier absolut querfeldein. Aber gucken wir mal, wie sich der Audi da so schlagen kann. Da müssen wir aber ganz schön kräftig hier ranfahren. Uiuiui. Vor allem, wir wissen ja, der Audi liegt relativ flach im Vergleich zu manch anderen Offroad-Wagen hier. Aber ja, bis jetzt ist noch kontrollierbar. Mal gucken, dass wir hier rankommen. Ja, komm, den crashen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit. Wer uns im Weg steht, kriegt hier einen Schlag des Quattros zu spüren. So, uiuiui, das war jetzt eine sehr, sehr gewagte Kurve hier, wie ich die gefahren bin. Oh, jetzt hebelt es uns hier richtig aus. Uiuiui. Jung, der arme, schöne Quattro. Und guck mal, wie sie da alle rumpurzeln. Wie sie da alle rumpurzeln. So genial. Also ja, nicht jedes Fahrzeug ist für diese Megasprünge gemacht, muss man mal so klar sagen. So. Also wie gesagt, die Kuppen, die müssen wir tatsächlich immer ein bisschen mit Vorsicht anfahren. So, auch hier ein bisschen aufpassen. Uiuiui. Passt alles. So, wir müssen auch mal gucken, dass wir, während wir springen, auch ein bisschen vom Gas gehen. Aber auch nicht komplett vom Gas weg, sondern dass wir die Drehzahl einfach hochhalten. Aber halt, wie gesagt, nicht unbedingt immer an Drehzahlbegrenzer kommen. Ist ja auch nicht so gesund. So. Komm, mach Platz. Mach Platz, mein kleiner Freund. Ui, aua. Nein! Ja, jetzt bauen die da so eine Hütte hin, die mir überhaupt nicht sieht in dem Moment. Jetzt dachte ich, jetzt fahre ich das so perfekt schön an. Und dann, ja, steht da einfach mal so eine Hütte im Weg. Tja. Zum Glück können wir zurückspulen, sonst hätten wir echt die Arschkarte hier.
bei diesen ganzen Offroad-Veranstaltungen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Das sieht auch wieder... Wieso baut denn ihr hier Bäume hin? Bauen ist eigentlich das falsche Wort. Ihr pflanzt sie ja hin, aber... Nee, die bauen die hin. So. Jetzt hier eine ganz enge Kurve. Komm. Boah, da vorne ist der nächste Checkpoint. Dürfen wir hier wieder nicht verpassen. Uah. So, ganz sachte über die Rübenfelder. Oder was es auch immer ist. So, sind wir auch mal im sechsten Gang hier. Uah. Boah, was für ein harter Aufprall. Da vorne, glaube ich, ist das Ziel. Jawohl, wunderbar, haben wir die Veranstaltung gewonnen. Und uns nochmal 20 Punkte. Auch wenn die zum Teil ein bisschen tricky war, muss ich sagen. Aber Laune gemacht. Also der Audi Sport Quattro, echt hammer geiles Fahrzeug. Macht super viel Spaß. Ja, so kontrollierbar, so viel Spaß müsste noch der Scirocco machen. Also wie gesagt, den müssen wir irgendwann mal nochmal auspacken, nochmal umbauen. Also sofern ihr ihn noch sehen wollt, also schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Scirocco auch nochmal sehen wollt. Würde mich auch interessieren. So, kriegen hier Auszeichnung lila Armband. Das heißt wohl, wir haben eine neue Farbe freigeschaltet an unserem Handgelenk. Sehr schön. So, kriegen wir erstmal ein bisschen Credits. Und ein bisschen Erfahrung. Zack, ja, neues Armband. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen lila. Vielen Dank. Zack. Cool. Ich glaube, als nächstes kommt Rot oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Egal. Immerhin nähern wir uns anderen Farben an. So, jetzt haben wir die Veranstaltung ja geschafft. Jetzt könnten wir rein theoretisch zurückfahren und die nächste schon mal annehmen. Aber ich würde sagen, wir fahren noch mal ein bisschen mit dem Quattro rum, weil ich den einfach so cool finde und so viel Spaß, weil das Ganze so viel Spaß macht. Nee, das machen wir weg. Ich würde sagen, ja, fahren wir hier mal noch zur nächsten Fahrspaßliste mit dem Lenza Evo 8. Das finde ich auch cool. Dann fahren wir doch da mal hin. So. Boah, das Auto ist einfach geil. Das macht so Spaß. Das ganze DLC versüßt einem echt nochmal die Weihnachtszeit. Das kann man echt so sagen. Also ich glaube, jeder, der sich das DLC auch jetzt gegönnt hat, kann das nur bestätigen. Und alle anderen, die es nicht haben, ja, ihr könnt es mir auf jeden Fall glauben. Das macht echt Laune. Auch wenn ich zwischenzeitlich ein bisschen fluche, aber das gehört einfach zu meiner Art dazu, wenn es mal nicht so läuft. Dann schreie ich halt auch mal gern so ein bisschen rum und schmecker ein bisschen. Aber dann dürft ihr euch hier nicht wundern lassen. Bin halt ein bisschen ehrgeizig in mancher Hinsicht. So, und da habe ich ein Rabattschild gesehen. Uiuiui, Tempozone ist mir jetzt egal. Ich will ein Rabattschild. Hier bist du. Ja, Rückwärtsgang ist ein bisschen schlecht. So, jetzt aber. Ui. Und da haben wir nochmal eine Fahrspaßliste. Wie gesagt, da wollen wir ja hin. Wo ist er denn? Hier ist er. Der Evo 8. Auch bekannt aus Fast and the Furious 2. Da gab es ja so einen, hat er, der Brian O'Connor, gespielt von Paul Walker, hat ja da so eine blau... einen gelben mit blauen Akzenten gefahren. Der war ja da auch mit dabei, richtig cool. So, wir fahren ihn aber hier serienmäßig und wir müssen, ja, 15.000 Fähigkeitspunkte bis zur Ankunft machen. Und wir kommen ja nicht mal richtig raus aus dem Dreck. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie wir die Fähigkeitspunkte hier machen sollen. Ein bisschen driften vielleicht. Aber wir haben mehr als genug Zeit, aber müssen, glaube ich, auch im Ziel ankommen. So, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Das war jetzt noch nichts. Ein bisschen springen. Vielleicht bleiben wir einfach auf der Strecke. Versuchen hier ein bisschen zu driften, wie gesagt. Am besten jetzt hier keinen Baum oder so mit was mitnehmen. Okay, das war jetzt nicht so geil. Ja, okay. Ich fahre jetzt doch mal eine andere Strecke. Weil ich glaube, von den Punkten her haben wir jetzt schon genug. Das heißt, dann fahren wir lieber dahin, dass wir es auch schaffen. So. Hoffen wir mal, dass der jetzt hier die Punktzahl mal annimmt. Oh, wir müssen irgendwie da hochkommen. Wir müssen 35 Punkte, mehr als genug, aber wir müssen irgendwie da hochkommen. Hier gibt es einen Weg. Fahren wir den mal nach. So, und die Leute, die sind einfach krank im Kopf. Die, bei Wind und Wetter stehen sie da. Feiern. Hier.
beim größten Ding, die sind krank danach. Also die liegen 5 Monate im Bett und haben alles Mögliche an Krankheiten. So, das wird sogar noch ein bisschen eng von der Zeit, oder? Ja, nee, passt, komm, wir sind da. Wunderbar, haben wir geschafft. Also wir schaffen auch mal Fahrspaßlisten gleich am Anfang. Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht ein totaler Versager bin. So, nehmen wir noch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Geld mit. Wunderbar. So, Anzahl der Rennen 99. Wir sind vor unserem 100. Rennen, aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen, das 100. Rennen. Da werden wir ja wieder, glaube ich, so eine besondere Veranstaltung fahren. Oh, guck mal, wie wir hier stehen. Ja, Handbremse läuft, würde ich mal sagen. Und jetzt sehen wir auch mal die vorderen Lichter, wenn sie an sind. Die hat man bis jetzt noch gar nicht angesehen. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier anfahren können. Ja, kein Problem. Mit Quattro-Technik soll es möglich sein. So, jetzt wollte ich nach der Scheune mal wieder ein bisschen Ausschau halten, ob wir da eine Scheune finden. Ich möchte jetzt hier nichts haben. Hier. Ich glaube nicht, dass das eine Scheune ist hier. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob sie auf der Karte tatsächlich sichtbar ist. Das ist jetzt halt die Frage. Ein bisschen weiter nach rechts noch. Das ist jetzt halt die Frage, ob man das wirklich auf der Karte sieht, dass ein Gebäude ist oder nicht. Das ist jetzt halt wirklich so die Frage. Ich denke mal, wir schalten diesen MG irgendwas frei, den wir ja auch als Gegner hatten in dieser Kategorie. So, also das ist keine Scheune. Ist das die Scheune? Nee, sieht auch nicht so aus. Das Schlimme ist, man muss ja auch richtig nah ranfahren. Boah, das Wetter ist jetzt richtig beschissen. So, Deli. Aber wir haben hier auf jeden Fall wieder ein Rabattschild gefunden, so wie ich das sehe. Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Zack. Und, ja, gucken wir mal, ob wir hier nochmal so eine Hütte finden. Das ist halt die Frage. Da oben sind noch ein paar Hütten. Hier sind ein paar Hütten, aber so direkt an der Straße ist es eh nicht. Fahren wir mal da oben hin. Ne? Ja, fahren wir mal da oben hin. Quasi hier hin. Müssen wir einfach nur geradeaus fahren ein bisschen. Beziehungsweise erstmal hier raus. Ja, komm. Boah. Wenn die manchmal abwürgen, das ist Wahnsinn. Wenn man hier mit Kupplung fährt, dann ist das manchmal echt so eine Sache. Muss man fast immer hochdrehen, dass die überhaupt in die Pötte kommen. Echt furchtbar. Boah, das Wetter ist echt. Also da würde ich mit dem Auto auf jeden Fall nicht unterwegs sein wollen. Vor allem nicht in der Nähe von so Bäumen. Wenn die mal abkrachen und auf dein Auto knallen, ja, dann gute Nacht. Aber ja, in Horizon sind wir ja alle ein bisschen verrückt. Das wissen wir ja. So, und hier müssten ja jetzt irgendwo nochmal so ein paar Häuser sein. Ich sehe jetzt zwar keine, ist auch ein bisschen schwer zu erkennen, muss ich ehrlicherweise sagen. Gucken wir nochmal kurz auf der Karte. Ja, doch, wir sind aber kurz davor. Bin ich hier so nach diesen Bäumen hier. Ja, tatsächlich. Da stehen ein paar Hütten. Hier ist wahrscheinlich auch wieder nur Rabattschilder. Ja, da kann man unterstehen, wenn man will. Aber scheunenfundtechnisch sieht es jetzt eher schlecht aus. So. Kann man da reinfahren? Nee, bringt aber nichts. Da vorne ist noch mal so eine Hütte. Da oben ist noch so eine kleine Hütte. Tja, das ist echt so eine Sache. Ihr habt wahrscheinlich in den Kommentaren schon längst reingeprügelt. Oh, Ray, da oben ist er doch hier und da und ist schon dran vorbeigefahren und keine Ahnung was. Ja, tut mir leid, ich produziere etwas vor, weil ich natürlich auch noch andere Projekte habe. Deswegen lese ich die Kommentare erst später, falls ihr mir das schon geschrieben habt. Müsst ihr mir das so ein bisschen verzeihen. So. Wo waren das jetzt? Oh, hier rechts daneben eigentlich schon. Ah ja, hier. Das sieht mir auch alles nicht nach Scheune aus. Muss ich ehrlicherweise so sagen. Hier steht ein Trecker, ein LKW. Nö. Ah, Mensch. Die haben wir, glaube ich, schon mal geguckt.
Das ist es nicht. Da haben wir auch schon. Ja, das ist halt echt so eine Sache. Wo könnte das sein? Ich glaube einfach, das ist auf der Karte gar nicht so gesichtbar, wahrscheinlich. Haben wir den da unten schon? Ich glaube, den da unten haben wir noch nicht. Wollen wir den Weg da so hin? Da brauchen wir eigentlich nicht. Egal. Und jetzt einfach so querfeldein dahin. Wir lieben sie ja einfach hier so querfeldein durch die Pampa zu fahren. Uiuiui. Und Bäume auszuweichen. Oh, wir schaffen es sogar, Bäume auszuweichen. Oh, hier war nochmal. Aber das ist, glaube ich, auch nicht eine Scheune. Die Scheunen sehen ja anders da aus. Das sind ja wirklich so alte Hütten. Upsala. Ja, die Frage ist halt, ob das wirklich so auf der Karte so als Gebäude markiert ist. Das ist jetzt echt die Sache. Ja, das haben wir schon gedacht, dass wir jetzt hier irgendwo dagegen knallen. Weil man sieht ja hier echt gar nichts. Das ist ja echt der Hammer. Das ist ja ein richtiger Wald. So, dadurch. So. Aber wenn wir schon mal so eine Scheinwerferanlage da vorne drauf haben, dann müssen wir das doch ausnutzen. So. Hier ist auf jeden Fall so ein Feldweg. Vielleicht führt er uns ja irgendwo hin. Ja, zum Rabattschild. Das ist ja auch was. So. Ja, puh. Das ist jetzt so eine Sache. Nehmen wir den jetzt hier? Hier, da wollen wir hin. Ein bisschen noch nach links. So mitten im Nirgendwo. Seht ihr was? Oder ist es hier dieser Strommast? Nee, ist er nicht. Bisschen weiter. Puh, also es ist ja ein richtiger Wald hier. Ist ja, kriegt man ja gerade Angst. Da vorne haben wir wohl das Gebäude, aber das sieht mir auch nicht nach der Scheune aus, oder? Das ist ein bisschen zu groß für die Scheune. Autsch. Fahren wir hier gegen einen umgestürzten Baum oder was das da ist, oder so ein Tisch oder was auch immer. Nee, 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 das ist auch die Scheune nicht. Ja, also ich glaube, so langsam tatsächlich, dass das gar nicht so als Gebäude eingezeichnet ist, sondern dass wir das so irgendwie finden müssen. Da unten ist noch was, aber das glaube ich nicht, dass das ist. Ja, sieht alles nicht so danach aus, würde ich sagen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das finden. Oder ist das mal so hier am Rand irgendwo? Hier ist ja noch so was, so was Kleines. Wollen wir da noch hinfahren? Nee, fahren wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir fahren zurück zum Gelände. Und gucken uns schon mal die nächsten Veranstaltungen an. Upsala. Und wobei, was heißt nächste Veranstaltung? Das können wir auch das danach noch tun. Jetzt fahren wir da hoch. Komm, gucken wir dieses kleine Pixelchen da oben noch an. Fahren jetzt mal auf der Strecke, dass wir auch so ein bisschen noch auf der Strecke Action erlebt haben. Mit unserem Spot Quattro, weil den werden wir ab nächster Folge in die Garage stellen. Deswegen fahren wir den mal noch ein bisschen aus, weil er macht halt echt Laune. Wie gesagt, so müsste tatsächlich echt der Scirocco fahren. Dann wäre ich echt zufrieden. Müssen wir mal gucken, was ich dann noch so ändern muss am Scirocco, dass der sich auch so geil fährt wie hier dieser Sport Quattro. Weil dann würde ich jener auf jeden Fall nochmal gern auspacken, wenn ihr mir da zustimmt. Wenn ihr da auch sagt, ja, dann möchten wir nochmal sehen, weil optisch, finde ich, hat er ja was vom Rallye-Auto gehabt. Aber naja, gucken wir mal. So, ja, nicht in die Bäume fahren. Das Wetter hält sich gerade echt stabil, muss ich sagen. Wäre echt gedacht jetzt hier, bei dem DLC haben wir echt nur noch Sturm und Regen. Aber nee, also es wechselt ab, finde ich gut. Auch wenn das schlechte Wetter hier dann überwiegt, aber ist ja okay. Aber was halt geil ist, sind halt eben diese Schotterwege, Passagen. Weil die gibt es im Prinzip auf dem Festland kaum, ganz wenige. Und hier gibt es eigentlich hauptsächlich nur solche. Und es bietet sich einfach ja perfekt an, hier entlang zu fahren. So, und da leuchtet einer mal so richtig entgegen. Ui, im Lamborghini, das ist natürlich nicht so schlau. So, da sind wir jetzt auch gleich da am Ziel.
So. Wo müssen wir jetzt hier rein? Ah, Kerze gerade nach oben. Dann gehen wir wieder in die Außensicht, da vielleicht sehen wir ein bisschen mehr. Ah, muss so zu finden sein, das Scheißding. Wenn es das jetzt hier nicht ist, dann ist es auf der Map, glaube ich, nicht sichtbar. Also, dass da ein Gebäude steht oder sowas. Und so wie es aussieht, ist da auch eine Wand vorher, bevor wir hier überhaupt zu diesem Fleckchen kommen. So wie es aussieht. Ja, sieht ganz so aus. Das heißt, das ist es hier nicht. Ja, dann war da wohl der Versuch gescheitert. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn es anfangs hier mit diesem einer Fahrspaßliste eher eine, ja, eine Nervliste war. Aber ja, ich hoffe trotzdem, wie gesagt, euch hat es gefallen, diese Folge. Nochmal mit dem Sport Quattro hier auf den Spuren von Walde Röhrl. Oder sagen wir mal, erneut auf den Spuren von Walde Röhrl. Wir waren ja schon mal unterwegs. Ja, zu dieser mehr oder weniger Jubiläumsfolge, die 50. Folge, machen wir ein bisschen was anderes. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Boah, hier kann man richtig abspeeden. Ja, das Auto hat echt was los. Ja, ansonsten sage ich einfach mal, falls euch tatsächlich Spaß gemacht hat, dann gebt doch gerne ein Däumchen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Da sehe ich auch, dass die Folge ein bisschen Anerkennung gefunden hat. Und ja, dann hören wir uns einfach morgen wieder. Morgen gibt es ja wieder eine Folge. Und dann werden wir die nächste Veranstaltung angehen. Vielleicht auch dann mal einen Scheunenfund nochmal finden oder suchen oder wie auch immer. Ja, ansonsten gibt es groß, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Und ich würde einfach sagen, ja, hören wir uns morgen. Also bis dann, euer Ray.